Alex und Ben wollen nur schnell nach Hause, chartern ein Flugzeug, wollen einen Sturm umgehen, stürzen aber dabei ab und sind komplett abgeschieden von der Zivilisation auf einem Berg. Kann das gut gehen? Die Antwort gibt es von mir nicht, dafür gibt es aber Bilder zu zwischen zwei Leben, nämlich hier den Trailer. Ich muss morgen früh eine Notoperation in Baltimore durchführen. Ich muss unbedingt heute noch hier weg, egal mit welchem Flug. Geht da gar nichts. Entschuldigung, wir beide haben offenbar das gleiche Problem. Ich hätte da eine Idee. Warum so eilig? Ich heirate morgen. Oh, mein Glückwunsch. Nein, nicht, was Sie jetzt... Nein, nein. Wir kennen uns nicht. Was hat Sie nach Idaho geführt? Ich war auf einem Ärztekongress. Sind Sie Journalistin? Mhm. Das erklärt die vielen Fragen. Irgendjemand. Alex, sehen Sie mich an. Ihr Bein ist schwer verletzt. Ihr Handy ist zerstört. Meins hat kein Netz. Und wir sind ziemlich weit oben in den Bergen. Wir sind hier sicher. Wenn wir das Wrack verlassen, finden uns die Rettungskräfte nie. Hören Sie, ich habe nicht vor, hier oben zu sterben, nur weil Sie kein Risiko eingehen wollen. Irgendjemand sucht bestimmt nach uns. Der Pilot hat den Flug nicht angemeldet. Niemand weiß, wo wir sind. Wir sind auf uns allein gestellt. Nur wir beide. Wir kommen 3 Wochen ohne Essen aus, 3 Tage ohne Wasser, 3 Stunden, wenn wir keinen Schutz finden. Wir sterben vielleicht zusammen. Und ich kenne dich kaum. Wir sterben nicht. Nicht heute. Zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us. Ein wenig fühlt man sich ja an The Revenant erinnert. Natürlich ist es eine komplett andere Geschichte, aber wir sehen Schauspieler, die sich in irgendeiner Art und Weise durch die Wildnis schlagen müssen. Und wenn man dann auch noch Produktionsnotizen dazu liest, fühlt man sich doppelt und dreifach darin erinnert, denn das ist eben nicht einfach nur irgendein Berg und ja, vielleicht ist es ein bisschen kalt und es ist echter Schnee. Die Dreharbeiten fanden halt wirklich bei 2-stelligen Minusgraden statt, also wirklich eine Tortur für alle Schauspieler. Und das ist auch direkt erst einmal das, was man wirklich vorne anstellen muss. Kate Winslet und Idris Elba, die liefern hier wirklich eine sehr gute Performance ab. Sie spielen mit wirklich dem kompletten Körper. Ja, würde man jetzt sagen, naja, normalerweise tut man das ja sonst auch, egal wie, wo man irgendwie ist. Aber hier merkt man eben, dass man nicht nur irgendwie eine Rolle präsentieren möchte, sondern auch eben gegen die Gegebenheiten vor Ort irgendwie ankämpfen muss. Und das macht natürlich jegliches Schauspiel noch irgendwie intensiver und deutlicher. Sprich, wir haben mit Idris Elba und Kate Winslet auf jeden Fall überzeugende Schauspieler, die in irgendeiner Art und Weise ihre Rollen verkörpern. Leider ist das Drehbuch aber nicht sonderlich überzeugend geworden. Das beginnt schon direkt zum Start, dass man irgendwie nicht wirklich viel über die beiden weiß und man sagt so, ja, okay, in medias res, ne, einfach irgendwie mal rein. Das wird sich schon irgendwie entwickeln. Man erfährt zu den Charakteren aber irgendwie erschreckend wenig und auch die Motivation, einfach mal einen ziemlich gefährlichen Flug in Kauf zu nehmen, ebenso wenig. Könnte man aber relativ zügig ja einen Haken hintermachen und sagen, okay, dann ist der Start vielleicht ein bisschen holprig, aber dieses holprige Gefühl geht irgendwie weiter, weil das Ganze sehr zügig zu einer Art Schmonzette wird. Also hier geht es zwar auf der einen Seite auch irgendwie um ein Überleben, aber diese ganze Chemie, die zwischen diesen beiden entsteht, während es eben sehr kalt ist und man irgendwie am Leben bleiben muss, das wirkt an einigen Stellen einfach mehr wie so ein Rosamunde-Pilcher-Film als tatsächlich ein Film, der so auf die große Leinwand gehört. Das tut er nämlich, denn man bemüht sich wirklich irgendwie tolle Bilder einzufangen und es gibt auch echt schöne Aufnahmen von den Berglandschaften und irgendwie hat man Lust, da mal Skifahren zu gehen oder wenigstens mit dem Schlitten runter zu düsen. Denn, und das ist etwas, was dann doch wieder etwas schade ist, ja, ich sehe, dass das Schnee ist, ich sehe, dass da Eis ist, aber die 100%ige Kälte, wie zum Beispiel bei The Revenant, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mir im Kino noch irgendwie eine Jacke überziehen, die wird mir hier nicht wirklich sonderlich gut irgendwie übermittelt. Was
eben auch daran tatsächlich liegt, dass der Fokus, was ich erstmal nicht schlecht finde, dass der Fokus auf eben den beiden Darstellern liegt, aber eben nicht in diesem gemeinsamen Überleben, sondern irgendwie bleibt dafür mir, also für meinen Geschmack, einfach viel zu viel Zeit, über das Leben zu philosophieren und sich eben anzunähern. Also ich hätte hier tatsächlich dann eher ein so ein Survival-Drama gerne gesehen, als irgendwie dann noch so eine Liebesgeschichte reingequetscht. Dass genau in diesem Rahmen irgendwie so sich etwas entwickeln kann, ist durchaus verständlich, wenn man einfach eine lange Zeit aufeinander hängt. Und ich will jetzt auch gar nicht zu weit ins Detail gehen, denn natürlich gibt es da auch noch ganz viele Wendungen. Also ich habe jetzt nichts irgendwie gespoilert, sondern das ist alles das, was man auch irgendwie schon im Film sieht. Aber mir ist es an vielen Stellen einfach zu kitschig. Und dann doch letztlich an bestimmten Stellen emotional aufgeladen, wo es irgendwie nicht passt. Da fehlt dann am Ende doch ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Ihr Handy ist zerstört, meins hat kein Netz und wir sind ziemlich weit oben in den Bergen. Wir sind hier sicher. Wenn wir das Wrack verlassen, finden uns die Rettungskräfte nie. Hören Sie, ich habe nicht vor, hier oben zu sterben, nur weil Sie kein Risiko eingehen wollen. Insgesamt möchte ich auf jeden Fall sagen, schauspielerisch ist es stark, auch so vom ganzen technischen Aufwand, der da betrieben wird, ist es ein gut gemachter Film. Inhaltlich reicht es für mich aber eben nicht, insbesondere, weil es einfach immer wieder in eine Richtung kippt, die für mich bei diesem Film nicht so viel Sinn ergeben und für mich an meisten Stellen auch eher langweilig umgesetzt war. Dementsprechend kann ich eben nur sagen, ja, so richtig empfehlen kann ich den Film nicht. Von mir gibt es entsprechend 4 von 10 Punkten, also wirklich unterdurchschnittlich geworden. Ein Film, von dem ich persönlich sehr enttäuscht bin, weil ich gehofft habe, dass ich doch gerade mit diesen beiden Hauptdarstellern einen spannenden und gerne emotionalen Film bekomme. So ist es eben alles nur kitschig und eher aufgesetzt. Leider nicht spannend geworden. Gibt es von euch jemanden, der den Film schon gesehen hat? Der läuft ja auch gerade international schon ein bisschen länger in den Kinos. Dann schreibt gerne eure Einschätzung mal dazu in die Kommentare. Ich verlinke euch ansonsten aber auch noch 2 andere Reviews. Schaut da gerne mal rein. Vielleicht ist da ja was dabei, was euch gefällt. Und dann sehen wir uns im besten Fall wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.